Fühlst du dich manchmal wie ein kleines Boot, das in einem Ozean voller Haie schwimmt? Dann tut dir wahrscheinlich ein Leuchtturm in Form einer starken Kernbotschaft gut. Stark mit Worten. Der Podcast für starke Texte ohne Blabla. Für dein Marketing, für dein Business und für dich. Von und mit mir, Bianca Grünert. Du steuerst sicher mit Leidenschaft dein Business wie so ein Schiff und wehrst dich ganz tapfer gegen die hohen Wellen der Konkurrenz. Aber vielleicht fühlst du dich manchmal wie ein kleines Boot, das in einem Ozean voller Haie umherirrt. Keine Sorge, ich habe da was für dich, nämlich einen persönlichen Leuchtturm, der dir den Weg weist. In allen möglichen Situationen, sei es beim Content erstellen, sei es bei der Arbeit mit Kunden, sei es auch einfach nur eine E-Mail oder ein Social Media Post, nämlich der Leuchtturm in Form einer Kernbotschaft, einer Key Message, die unter all deinen Produkten liegt, deiner ganzen Kommunikation, deinem ganzen Auftreten, deinem Selbstmarketing. Hallihallo bei dieser neuen Podcast-Folge. Genau, es geht um die Kernbotschaft oder ich nenne es auch immer gern so einen Leitsatz oder Leuchtturm für alles, was du in deinem Business tust. Und verwechsel das jetzt nicht mit einem Slogan, der jetzt so auf einer Webseite steht. Das kann sein, dass es der Slogan auch ist. Es kann aber auch sein, dass es so eher so ein übergeordneter Satz ist, der jetzt noch gar nicht so auf dein Thema abzielt, sondern eher, dass es wie so eine Mission ist, die sich so durchzieht und dir so auch als Leitplanke, Leuchtturm, whatever dient. Auf jeden Fall, auf den du auch dich wieder berufen kannst, wenn du mal denkst, also irgendwie fluppt's gerade nicht so richtig und du suchst so einen Anpack, um zu gucken, wo kannst du was verändern. Und da ist so eine gute Möglichkeit, auch mal da anzufangen, bei dem, was hast du dir mal auf die Fahne geschrieben, wofür bist du mal angetreten, was ist so der Leitsatz deiner ganzen Arbeit. Das gucken wir uns heute an in diesem Podcast. So, ich zeige dir aber trotzdem in Form von 5 Schritten, wie du zu deiner Key Message, zu deiner Mission, zu deinem Leuchtturm kommen kannst. Das machen wir in 5 Schritten. Da habe ich so ein paar Tipps für dich und schon mal meine Idee oder auch meine Inspiration für dich. Wenn du Lust hast, setz dich doch einfach mal hin und guck doch gerne, hast du überhaupt so einen Satz? Und wenn nicht, dann mach doch das einfach mit. Diese Schritte, da habe ich mir jetzt auch nicht irgendwie supermäßig was ausgedacht, sondern ne, so vielleicht siehst du es einfach auch als cool, da nimmt mich jetzt mal jemand an die Hand oder tritt mir in Popo und wir machen das jetzt mal zusammen. Also sieh es gern so als Inspiration und wenn du Bock hast, fühl dich eingeladen mitzumachen. Denn nochmal so, woher kam jetzt die Idee? Ich hatte letztes Jahr ja auch so eine Content-Creation Auszeit mir genommen, einfach weil ich irgendwie so bedient war, sage ich es jetzt mal in nett, von all dem, was ich auch so draußen gelesen habe. Und irgendwie bin ich mir da auch selber so ein bisschen verloren gegangen und habe mich selber deswegen auch nochmal hingesetzt und mir auch für die Contentplanung für jetzt dieses Quartal und auch das nächste Quartal schon überlegt, wie gehe ich das Ganze auch nochmal besser, strukturierter und auch gezielter an, damit das, was ich sagen möchte, auch konsistenter ist. Konsistent deswegen, ich kann ja nicht auf allen Hochzeiten und Themen handeln und deswegen habe ich etwas gesucht, was mir auch hilft, immer zu gucken, zahlt das jetzt auch so auf diesen Satz ein oder ist das vielleicht jetzt nur so ein Spaßthema, was ich habe und wo ich mich dann wieder drin verliere und dann nach außen keinen
konsistenten Eindruck hinterlasse. So, deswegen habe ich mich selber hingesetzt und bei mir kam dann auch irgendwie, also überhaupt nichts mit Texten raus. Und ich habe, also bei mir steht jetzt ganz einfach, bist du klar, geht's fluffiger. Also Klarheit ist bei mir für alles, was ich tue und was ich mit meinen Kunden erarbeite, so ein, das ist so der das ist das Fundament, Punkt. Na, also ich kann keinen guten Produkttext schreiben, wenn für meine Kunden selbst nicht klar ist, na, wie ist so der Produktservice, für wen ist das Produkt, was sind so die Vorteile davon, dann kann ich keinen guten Text schreiben. Oder wenn jetzt jemand sagt, ich brauche eine Über-mich-Seite und da gar nicht klar ist, welche Facetten von mir möchte ich dann draußen zeigen und welche Stories gehören dazu. Also es ist so Klarheit und es war immer so, auch die letzte Zeit, deswegen habe ich da auch so schmunzeln müssen, als es dann rauskam, dass am Ende immer viele gesagt haben, oh danke, mit dir habe ich so Klarheit gewonnen und dann fluppte das so von alleine. Deswegen ne, habe ich jetzt sportlich für mich formuliert, bist du klar, geht's fluffiger. Und ich habe das jetzt schon gemerkt, das hilft mir halt total bei den Posts erstellen, bei Podcast-Folgen auch, aber auch bei Blogartikeln, ne, dieses unterschwellig, dieses Klarheit mitzuspielen, um Dinge einfacher, schneller vielleicht auch oder auch sogar besser zu machen. So, lange Rede, kurzer Sinn, weiß ich nicht. Ja, lange Rede, lass uns mal anfangen. Schritt 1, so ganz pragmatisch, sammel dir mal Ideen. Wirf mal so, ne, wenn wir jetzt so in der Leuchtturm-Metapher bleiben, wirf doch mal deine Netze aus, sammel alles, was dir zu dir, deiner Marke, deinem Business in den Sinn kommt. Denk auch mal an das, was dich besonders macht, also so die kleinen Perlen, die dein Angebot so einzigartig machen, und frag dich doch auch mal, was ist das Besondere an der Dienstleistung, an dem Produkt? Warum sollte jemand dein Rettungsboot wählen und nicht das der anderen? Und ich habe dazu zum Beispiel auch viele Feedbacks gelesen und Testimonials und nochmal so E-Mails durchgeschaut, was habe ich so für Rückmeldungen bekommen, was waren immer so die kleinen Nebensätze in den ganzen Sachen, und habe mir das einfach jetzt erstmal so aufgeschrieben, ne? Also erstmal so Ideen sammeln. Dann, habe ich mir das angeschaut, Schritt 2, finde den gemeinsamen Nenner. Ne? Also du hast so einen Schatz an Ideen und dann schau die mal durch und pick mal so die glänzendsten Perlen heraus. Such so auch nach Mustern, nach wiederkehrenden Themen, Worten meinetwegen auch. Und das sind so wie kleine Leuchtfeuer, die dir zeigen können, was dir wirklich wichtig ist, aber auch was deinen Kunden, deiner Kunden wichtig ist oder was ihr am Herzen lag oder was so on top zu dem, vielleicht was du eigentlich tust, so rüberkam. Ne, was unten drunter oder oben drüber schwebt, wie auch immer. Also finde den gemeinsamen Nenner. Und wenn du jetzt sagst, oh, da sehe ich 3-4 Themen, ja gut, dann sind es erstmal 3-4 Sachen. Ich glaube, das ruckelt sich zurecht. Schritt Nummer 3, ne, und vielleicht ruckelt sich das im Schritt Nummer 3 nämlich schon zurecht, schau dir deine Zielgruppe an. Um jetzt so diese Kernbotschaft richtig zu positionieren, musst du natürlich das Gewässer kennen, in dem du segelst. So, wer sind die Leute, die du erreichen willst? Tauch da auch mal tief in der ihre Welt ein. Verstehe die Herausforderungen, die Träume, die Wünsche und analysiere das gern detailliert, weil das bringt dich noch näher an die emotionale Landkarte deiner Zielgruppe, und aus deinen Ideen, die du vorher generiert hast, wird sich da sicherlich auch schon einiges sortieren. Vielleicht lässt sich auch etwas zusammenfassen. So, Schritt Nummer 4, formuliere deine Kernbotschaft. Vielleicht sind es auch 2 oder 3, aber dann trotzdem formulieren
mit Worten, die zum einen direkt sind, Menschen ansprechen, kurz und prägnant sind, aber auch einen emotionalen Mehrwert haben. So, das heißt, deine Kernbotschaft soll ja wie so dieser Leuchtturm sein, also klar, hell und vor allem auch sichtbar. Das heißt, nutze Sprache, die jetzt auch für dich eingängig ist, aber vielleicht auch für deine Zielgruppe eingängig ist, mindestens sie auch berührt. Das heißt, schau, dass du Pronomen nutzt. Also das ist die Brücke zur Zielgruppe schon mal, ne? Also dein Leuchtturm spricht sozusagen direkt mit der vorbeifahrenden Zielgruppe auf ihren Schiffen. Und so ein Einsatz von Pronomen wie du, wir oder uns machen deine Botschaft zum Beispiel schon mal lebendiger und bauen auch so eine persönliche Brücke. Das hilft dir, selbst wenn du das jetzt nicht auf deiner Webseite veröffentlichst, aber es hilft dir auch, Menschen so anzusprechen oder ne, das Ganze greifbarer zu machen. Weil es macht einen Unterschied zwischen so einem anonymen Blick am Horizont und ja, einem Leuchtturm, der zum Beispiel sagt, mit Methode ABC fühlst du dich sicherer. Ja, also du fühlst dich sicherer. Ne? Und schon mal fühlst sicherer, nutze natürlich auch viele Verben, ne? Aktive Sprache. So, dann ne, sollte es auch kurz und prägnant sein. Ne, das willst du dir ja selber immer mal wieder aufrufen können. So, das heißt, Fokus da auch auf ne, so einen kurzen, knackigen Satz, der bleibt dir und auch anderen natürlich mehr im Gedächtnis. Ne, zum Beispiel bei mir ist es halt, ne, bist du klar, geht's fluffiger. So, oder ne, was habe ich noch gefunden? Dein Business smart geführt. Ne, das ist auch so eine Kernbotschaft von jemand anders. Natürlich auch braucht die so einen kleinen emotionalen Wert. Also sprich nicht nur den Verstand an, sondern auch ja auch so einen emotionalen Mehrwert. Bei mir ist es dieses, dass es fluffiger geht. Das steckt ja also nicht nur schnell dahinter, sondern auch, das ist einfacher und das läuft, man kommt in den Flow. Da ist ja hinten dran, da geht ja so ein ganzer Blumenstrauß voll Erleichterung, sage ich jetzt mal, auf. Ne? Das heißt, guck auch, dass es, dass du über Adjektive vielleicht sogar, aber auch so allein von den Worten, die du wählst, dass du nicht nur so ganz sachlich und faktisch deine Kernbotschaft formulierst, sondern auch emotionaler. Das ist Schritt Nummer 4, also formuliere deine Kernbotschaft und natürlich Schritt Nummer 5, also nichts geht über Testen. So, selbst der stärkste Leuchtturm braucht ab und zu mal einen Anstrich. Also entweder gehst du damit jetzt erstmal raus oder du fragst vorher schon, ob das irgendwie passt und da kannst du entweder Kundinnen fragen, kannst auch mal eine Umfrage machen, ne, die jetzt nicht so, hey Leute, das ist meine Mission, glaubt ihr, dass das stimmt? Ja, so würde ich es eher nicht machen, sondern teste doch das mal in verschiedenen Posts, auch springen die Leute darauf an, können die damit was anfangen und sagen, steht da vielleicht auch mal sowas drunter wie, ja, genau so habe ich mir das irgendwie vorgestellt bei dir oder, ne, also funktioniert das oder funktioniert es nicht? Also hol dir Feedback, in welcher Form auch immer, von deiner Zielgruppe oder lass es, frag halt direkt Menschen. Ne? So, guck mal, das habe ich mir jetzt so auf die Fahne geschrieben. Natürlich sollten es auch Menschen sein, die dich kennen. Ich würde auch eher so fragen, hast du was zu ergänzen? Also nicht fragen, findest du es gut oder doof, sondern ne, hast du was zu ergänzen oder einfach mal den Satz streuen und sagen, was verstehst du darunter, wenn du an mein Business denkst? Ne? Also da so ein bisschen, ja, so ein bisschen cleverer fragen. Also Feedback ist wichtig und natürlich auch immer mal wieder anpassen. Und besonders, wenn du merkst, ja,
also irgendwie trägt mich das gerade nicht mehr so durch mein Business, dann wird es Zeit, das auch anzupassen. So, das waren jetzt die 5 Schritte, ne? Also erstens Ideen sammeln, zweitens einen gemeinsamen Nenner finden, dann nochmal die Zielgruppe anschauen, viertens die Kernbotschaft formulieren, fünftens Feedback. So, das ist jetzt kein Hexenwerk, ne? Also das ist wirklich mal hinsetzen, das gern auch nochmal ein bisschen wabern lassen, liegen lassen, sich wieder angucken und dann sich einfach auch entscheiden. So, du kannst es auch wunderbar dann auch direkt praktisch nutzen. Ich habe jetzt nochmal so 3 Praxisbeispiele, wo kannst du deine Kernbotschaft wirkungsvoll einsetzen, nämlich zum Beispiel, wenn du jetzt Content erstellst, zum Beispiel in Form eines Blogartikels. Und hier kannst du auch gucken, dass du diese Komponenten immer wieder mal einfließen lässt. Also nutze deinen Leuchtturm, um deine Blogartikel auch so auszurichten, dass da, ja, dass das auch so rausstrahlt. Das heißt, dein Markenbild oder das, was du, dein Branding, wie auch immer du das für dich nennst, macht einen konsistenten Eindruck. Also bei mir findest du, und das war auch unbewusst, habe ich das schon immer getan, in Blogartikeln, jetzt vielleicht nicht in jedem 100%, aber so unterschwellig im Subtext kannst du immer rauslesen, dass ich eher so motivierend schreibe. Und motivierend im Sinne von, ne, fang's nicht gleich an, sondern überleg dir erstmal was. Und dann geht's auch easy. Oder, dass ich es andersrum geschrieben habe, es geht leicht, wenn du weißt, was du willst oder was das Produkt soll. Das Ganze natürlich auch kannst du nutzen für Social Media. Ne? Also erstmal überhaupt dein ganzes Profil. Ne? Angefangen jetzt, wenn wir an LinkedIn denken, von der Infobox über deinen Profilslogan. Da kannst du es nutzen, aber natürlich auch für einzelne Social-Media-Beiträge und das immer mal wieder einfließen lassen. Vielleicht hast du sogar, und das nochmal so als kleiner Zusatztipp, so eine Story, so eine Signature-Story, die auch wirklich so auf deine Kernbotschaft einzahlt oder die du mit verschiedenen Blickwinkeln beleuchten kannst, weil sie genau auch das aussagt, was so für dich deine Kernbotschaft ist. So, und last but not least natürlich Kundenkommunikation. Ne? Jede einzelne E-Mail sollte natürlich auch so etwas ausstrahlen, was zu deinem Markenkern, nämlich deiner Kernbotschaft, die ja dazu gehört. Also lass dein Leuchtfeuer in jeder E-Mail mit deinen Kunden scheinen. Und ganz allgemein ist das natürlich auch so ein roter Faden, der sich durch deine gesamte Kommunikation zieht. Also ich bin ja erst Interessentin bei dir und dann, wenn du mir eine E-Mail schreibst und ich erkenne irgendwie deine Handschrift wieder oder auch so diese Grundaussage, die du triffst, ist immer wieder die ähnliche, dieselbe, dann sorgst du natürlich auch dafür, dass die Botschaft, die du sendest, bei mir klar und unmissverständlich ankommt und das im besten Fall sogar auch ohne Methode oder irgendein Werkzeug oder so auch funktioniert. So, das waren jetzt nur 3 Beispiele für, wo du das praktisch einsetzen kannst. Also bei mir steht es jetzt hier so über dem Schreibtisch, da gucke ich immer mal drauf und dann, ja, wenn ich auch so ein bisschen struggle, weil ich mal wieder keine Lust habe, irgendwas zu machen, dann oder ne, was schreibe und es dann blöd finde, dann kann ich da mir sozusagen immer wieder, kann ich mich wieder immer wieder einnorden und dann, ja, fluppt sogar auch besser. Das heißt, wenn ich Klarheit dann auch wieder gewinne über das, was ich nach draußen bringen möchte, was unter allem steht, was ich tue, dann fluppt natürlich auch das, was ich für mein Marketing zum Beispiel selber tue. Und vielleicht ist es auch eine Idee für dich.
Vor allem, wenn du ja irgendwie immer auch nicht weißt, was soll ich denn posten und ach hier was und da was und ach hier hätte ich gern noch ein neues Produkt und ein Freebie muss sein. Da hilft dir eine Kernbotschaft auf jeden Fall auch, um zu checken, brauchst du das jetzt oder kann das weg? So, also bau dir einen Leuchtturm in Form einer Kernbotschaft, denn das kann entscheiden, wie du so in stürmischen Gewässern des Marktes zurechtkommst. Und nicht nur das, sondern auch diese Kernaussage, die kann leuchten und Menschen zu dir führen. Also, das heißt, erstelle dir eine, nutze diese als Kompass und sichere dir einen Platz im Hafen für mindestens heute oder auch die nahe Zukunft. In diesem Sinne viel Spaß beim Finden, Formulieren und Testen deiner Kernbotschaft, deines Leuchtturms und auf ruhige Gewässer, sage ich mal. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Ciao, Bianca. Das war eine Dosis stark mit Worten. Von und mit mir, Bianca Grünert. Ich bin die, die ohne Punkt und Komma redet, aber beim Texten ohne Blabla ist. Sollen deine Webseiten, Posts, Newsletter mehr auf den Punkt sein und so, dass du sie stolz draußen zeigst? Cool, dann klick auf www.starkmitworten.de. Da bekommst du Texttipps und mehr. Denn starke Worte brauchst du im Business ja immer.